Dann bist du hier. Dornröschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke. Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Glauben Sie mir, wenn ich Sie küsse, erinnern Sie sich dran. Das wird niemals passieren. Ach, sagen Sie sowas nicht. Ey, der ist so ein Schmieron. So. Aber ein Selbstbewusster, ja? Er ist ein Schmieron, aber ein selbstbewusster Schmieron. Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Was? Snitch. Embryo Sie? Ich kenne diesen Blick, Yoda. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wär's dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Oscar will auch lieber alle klatschen da. Der will auch den T-Rex klatschen, ist dem so Latte. Er ist Maskulinität in Person einfach. Gib ihm 5 Schachteln Fluppen. So, ich überleg's mir. Bin dabei, niemals. Hier. Okay, Billy, bin dabei. Halt sie einfach von mir fern. Er hält mich von gar nichts fern. Aber ich will ihnen sowieso nicht näher kommen als nötig. Jetzt reißt euch mal zusammen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Ganz ruhig und langsam. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Mist. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Und der 14-Jährige die Floppen anguckt, wie andere Kinder im Alter Süßigkeiten. Nee. Ja! Oi! Schmeckt nicht. Jetzt wurde gerade mein Input nicht geschluckt. Dad! No! Jess, was ist los? Was ist passiert? Ui, hallo. Oh, schade. Oh, oh, jetzt... Das war jetzt tatsächlich kein Input-Fehler. Jetzt hier habe ich mich tatsächlich zweimal verdrückt. Also hier habe ich mich tatsächlich zweimal verdrückt. Dad! No! Jess, was ist los? Was ist passiert? Hä? Okay. Diesmal war das mit dem X wieder so eine Sache. Weil diesmal habe ich mich nicht verdrückt. Ganz komisch. Jess, was ist los? Was ist passiert? Oi. Die ganze Band. Oh! Versuch wegzulaufen! Ich halte das nicht lange durch!
Erstmal den Gabelstapler holen. Let's go. Zurück. Sie ist direkt Gabelstapler-Profi. Oh oh. Hier lang. Bleib bei mir. Oh, war klar, Oscar wieder, weißt du? Willst du mich wirklich angreifen? Dein letzter Freund hatte nicht so viel Glück. Oscar meint's richtig ernst. Tja, der hat jetzt wohl den Spitznamen Scar, wa? Was zum... Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Du schlägst dich wirklich gut, Jess. Ich bin stolz auf dich. Danke, Dad. Das war super. Mit dem blutigen Finger. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Tatsächlich muss ich sagen, ich muss es jetzt sagen, von der kompletten Truppe, ne, ist Oscar mir echt am sympathischsten. Der ist halt so rau und so alles scheißegal und ich bin der Böse und mir kann niemand was und so und ich bin ganz böser und töte, auch wenn es sein muss, den T-Rex. Ich mag Oscar, das ist ein cooler Typ. Ich glaube tatsächlich, am Ende des Spiels ist das mein Lieblingscharakter. Oscar ist super. Okay, wie haben sie überlebt, Yoda? Ist das Blut, Oscar? Wir fragen jetzt mal Oscar, weil Oscar cool ist. Oh mein Gott, sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Sie haben einen getötet? Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. Ein ganz normaler Kampf. Ich liebe ihn. Ich sag ja, das ist mein Lieblingscharakter. Er ist cool, Mann. Sie sind so tough geworden. Aha, hier. Raptor-Tattoo. Hey, ja, Mann, das ist eine coole Idee. Wegen der Story mit seinen Tattoos. Lassen Sie sich jetzt einen Raptor tätowieren? Ich würd's machen. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Wir haben ein Problem. Was ist los, Laura? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn etwas mit dem Dampf nicht stimmt. Wenn es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Warum zum Kraftwerk? Okay. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal. Da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Okay, wie lösen wir das Problem? Können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern dort. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar nimmt dich gerne mit. Nima, ich bin froh, dass sie noch leben. Aha, ich bin auch ein T-Rex entkommen. Komm, wir sagen jetzt mal zu ihr. Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Mhm.
Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Sondern? Niemals! Haben sie etwa rumgemacht? Sagen wir so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Jetzt plötzlich rastet er aus, weißt du? Weil du eine rauchen wolltest? Okay, ich muss hier gerade nochmal was sagen, was mich auch stört an dem Spiel leider. Und zwar diese hakeligen Übergänge, die halt nicht flüssig sind. Ich meine, das seht ihr ja selber, wenn ihr hier zuguckt. Ganz komisch. Aber wie gesagt, mein Endfazit dann ganz am Ende, also nachdem wir das Spiel durch haben. Okay. Gary, Mom raucht. Ja. Ich wollte mich nur beruhigen. Ich war so nervös und ängstlich und alles und dachte, das hilft. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotionale Reife braucht viel Lass Zeit. Lass es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt, das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Und so wurde seine Tochter zur Stripperin. ja, okay. Erstmal kicken wir uns hier um. Wir können da durch. Die streiten da rum. Du Klaus, oh, du bist ein Hurensohn, weil du dich nicht um deine Kinder kümmerst. Oh ja, emotionale Reife. Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc. Aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht... Dieser Lüftungsschacht führt ziemlich sicher auf die andere Seite der Tür. Ja, sie hat nochmal dasselbe, bla bla. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Echt mal. Keiner hört auf Oscar, weißt du? Tja, dann müssen wir wohl durch den Schlitz. Oder übersehe ich hier noch irgendwas? Ich glaube, nein. Aber wir können ja zu denen nochmal rüber wechseln. Nicht lustig. Jemand, der wie eine Erwachsene behandelt werden will, sollte sich nicht wie eine Rotzgöre verhalten. Außerdem bin ich schwanger. Das reicht. Wenn wir zu Hause sind, führen deine Mutter und ich ein ernsthaftes Gespräch. Komm schon, Dad. Wir wissen beide, dass das für dich schlimmer wird als für mich. Ich habe eh schon lebenslang Hausarrest, also ist es egal, ob du das mit dem Rauchen verrätst. Rauchen ist schlecht und schädlich, Jess. Ich will da gerade echt zuhören. Du klingst wie die von der Anti-Raucher-Kampagne. Ich klinge wie ein Vater, dessen Kind nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Obwohl es das behauptet. Ich bin kein Kind. War nicht mal meine Marke. Keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Du hast eine Marke? Eine Marke? Wie lange rauchst du denn schon? Seit du weggegangen bist. Hör zu, Dad. Ich bin heute fast gestorben. Mehr als nur einmal. Kannst du es nicht lassen? Lassen? Ich soll meine 14-jährige Tochter rauchen lassen? Niemals. Bleib in Sichtweite, bis wir von der Insel runter sind. Sonst was? Willst du das Betäubungsgewehr rausholen? Wenn's sein muss, bis ich sicher bin, dass du uns nicht nochmal in Gefahr bringst, will ich dich im Auge behalten. Hey, ich habe viel dafür getan, damit wir überleben. Schon vergessen? Du hast mir versprochen, nicht mehr zu stehlen, Jess. Ich wollte nur eine Zigarette. Ich hätte sie auch zurückgegeben. Ich konnte ja wohl schlecht danach fragen. Wollte nur eine. Du musst es nicht fragen, wenn du gar nicht erst damit angefangen hättest. Vermissen Sie was? Hm? Nein. Ich frage mich nur, warum die Transportkäfige noch hier sind. Na klar. Hausarrest? Im Ernst? Wir sind auf einer Truppe.
pazifischen Insel und flüchten vor Dinosauriern. Wie soll da bitte mein Haus... Naja, lauf halt nicht mehr alleine weg. Brauchen wir Jerry. Wir interrupten das, weil ich glaube, das schlimmer finde ich, dass du klopfst. Streiten einfach ich straight weiß, weiter. Dad, ich versuche damit aufzuhören. Jess, stehlen ist illegal. Ich kann dich nicht vor allem schützen. Und wenn du 18 wirst... Mich schützen? Du bist doch nie da. Wie willst du mich beschützen? Jerry, klär das mit deiner Mutter. Ich muss dringend mit ihnen sprechen. Es grenzt schon an, dass du herkommen durftest. Und das auch nur, weil sie nicht wusste, was... Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Und Jessie? Weg ist sie. Jessie! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess! Was? Eine ganz Tafel ist sie. Danke. Außerdem ist sie schwanger. Glückwunsch, Opa. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay. Ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid. Ja, obwohl, was ich noch hinzufügen will, das mit der Schwangerschaft hat sie ganz sicher nur so gesagt, um ihn halt noch mehr auf die Palme zu bringen. So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Und ihr seid ja auch alle so Elektro-Experten. Ihr kriegt das bestimmt hin. Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Ja, let's go, Daddy. Hier läuft, ey. Dumm-di-dumm-di-dumm. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay. Okay. Dann wechseln wir wieder rüber. Ach, guck mal, da ist der DNA-Strang. Da drüben. Aus dem Einführungsvideo im Park. Sehr schön. So. Sie muss hoch wegen dem Strom. Das ist mir klar. Ich gucke halt nur, ob wir noch irgendwas übersehen haben, eventuell. Das da oben an der Leiter sieht wie die Stromkonsole aus. Mhm. Let's go, Mutti. So. Tja, das Schild müssen Sie wohl aktualisieren. Tatsächlich hatten wir in der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war auch ein amerikanisches Unternehmen, da hatten wir tatsächlich auch so eine Unfallbilanz. Da legen die Amis ganz viel Wert drauf. Und wenn irgendwie ein kleiner Vorfall ist, egal wie klein der ist, und wenn das nur ein kleiner Schnitt im Finger ist, ist das ein Unfall für die. Zumindest war es bei uns in der Firma so. Und wenn eine bestimmte Anzahl an Unfällen in einem bestimmten Zeitraum passiert, dann gibt es richtig Ärger. Ich weiß noch, wir hatten in kurzer Zeit irgendwie, ich sag mal, Anzahl X an Unfällen. Und dann sind die Amis tatsächlich gekommen und wollten von meinem Chef wissen, wie das sein kann. Und haben dann über Tage sich angeguckt, wie wir arbeiten und. Das mal so nebenbei. Das ist mal so ein bisschen privater Schnack über mich an der Stelle.